Johannes Kneifel, bin 36 Jahre alt, komme aus dem Bistum Hildesheim, bin aber zurzeit in Frankfurt an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen und bin da jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig im Bereich Pastoraltheologie und arbeite im Rahmen einer Lizenziatsarbeit, eine Forschungsarbeit über Fresh Ex in der Diaspora, also im Bistum Hildesheim, untersuche da zwei Projekte in Hannover und Hildesheim, wo es einfach darum geht, kirchliche Angebote quasi für Menschen zu machen, die von klassischen kirchlichen Angeboten nicht erreicht werden. Das eine ist ein eher sozialpastorales Projekt in Hildesheim, in der Vinzenzpforte. Das andere ist ein, ja, man kann sagen, aus der liturgischen Bewegung kommendes Projekt für überwiegend junge Erwachsene, die einfach auf eine modernere Art katholische Gottesdienste feiern.